tragt Sorge zu den Milchkühen des Kantons. Hauseigentümer entlassen. Das ist das Motto von einer Kundgebung vom Hauseigentümerverband vom Kanton Zürich. Die Zürcher Regierung will die Hauseigentümer steuerlich noch mehr melken. Stichwort Erhöhung der Eigenmietwerte und steuerliche Bewertung der Liegenschaften. Zuerst aber doch etwas Erfreuliches in diesem Zusammenhang. Grundstückgewinnsteuern sollen tiefer und gerechter werden. Also Grundstückgewinnsteuer, ja, aber fair. Eine entsprechende Volksinitiative ist jetzt zustande gekommen. Heute reichen wir über 12'500 Stimmen beim Kanton ein. Was ist denn an der heutigen Grundstückgewinnsteuer so unfair? Wenn Sie ein Haus heute verkaufen, das Sie 20 Jahre gehalten haben, dann zahlen Sie den vollen Differenzbetrag als Grundstückgewinnsteuer. Und das ist nicht teuerungsbereinigt und das finden wir nicht in der Ordnung. Können Sie da vielleicht noch konkret so einen Fall sagen, wo das zum Beispiel eben so negativ zum Tragen kommt? Ja, wenn Sie ältere Leute anschauen, die dann das Haus verkaufen, weil sie in eine Seniorenresidenz gehen oder was auch immer, dann müssen Sie nachher auf den gesamten Gewinn müssen Sie nachher den Betrag zahlen, Grundstückgewinnsteuer. Und da sind wir ganz klar der Meinung, das muss teuerungsbereinigt sein und auch die Leute, die ja für sich immer gesorgt haben, dass das ihnen auch zum Tragen kommt in der Zukunft noch. Das heisst, Sie kommen sich jetzt wirklich ein bisschen wie die gemolchenen Kühe, die man hier sehen, vor als Hauseigentümer, als Vertreter der Hauseigentümer. Ja, darum haben wir auch ja sinnbildlich zeigen, um was das eigentlich geht. Wir sind nicht gegen Grundstückgewinnsteuer per se, aber wir sind für eine faire Grundstückgewinnsteuer und auch unsere Initiativen ist entsprechend aufgebaut. Eben, ich wollte gerade fragen, wieso tun Sie nicht grundsätzlich die Abschaffung der Grundstückgewinnsteuer fordern? Wie ich gesagt habe, wir stehen zu einer fairen, gerechten Grundstückgewinnsteuer. Abschaffen wäre politisch gar nicht möglich. Grundstückgewinnsteuer ist nur eine Art, wie die Hausbesitzer gemolken werden. Dazu kommen nämlich auch noch der Eigenmietwert und die Bewertung der Liegenschaft. Und auch da will der Kanton die Hausbesitzer noch mehr zur Kasse bitten oder eben melken. Darum geht der Kampf vom Hauseigentümerverband weiter. Also der Regierungsrat hat die Weisung 2009 erlassen. Das bedeutet, dass bereits für das Jahr höhere Eigenmietwerte und höhere Vermögenssteuerwerte in der Steuererklärung angegeben werden. Das heisst, unter dem Strich etwa 25 Millionen zusätzliche Belastung für die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer. Das ist jetzt gerade die denkbar schlechteste Zeit in der Finanzkrise und auch in einer Zeit, wo man eigentlich die Hauseigentümer motivieren, energetische Sanierungen vorzunehmen. Das Geld hat man eigentlich viel gescheiter dort eingesetzt. Was kann man denn jetzt noch gegen so höhere Belastungen machen? Oder gibt es gar keinen Ausweg mehr? Man muss das jetzt einfach auf sich zukommen lassen? Nein, wir haben im Dezember die Budgetdebatte im Kantonsrat und wir möchten mit einer Leistungsmotion den Regierungsrat dazu zwingen, den Entscheid nochmals zu überdenken und rückgängig zu machen. Gibt es schon bald eine neue Volksinitiative zu dem Thema von Ihrer Seite? Ja, wenn der Regierungsrat so weitermacht, werden wir uns überlegen, ob wir neue Initiativen lancieren müssen. Zum Glück ist unser Verband in der Lage, das auch tatsächlich zu machen. Auf eidgenössischer Ebene haben wir ja die beiden Initiativen fürs Bausparen und zur Abschaffung vom Eigenmietwert, wenigstens für die Leute, die im AHV alter sind. Da sind wir guter Hoffnung, dass wir dort erfolgreich sein könnten. An der Kundgebung vom Hauseigentümerverband ist ein Gesicht natürlich besonders aufgefallen. Nämlich das vom Besitzer von den beiden Milchkühen Paula und Garusa. Genau, das ist natürlich der SVP-Regierungsratskandidat und Landwirt Ernst Stocker. Der Kampf gegen höhere Steuern geht auch nach dieser Kundgebung weiter. Mit dem Zustandekommen der Volksinitiative «Grundstückgewinnsteuer, ja, aber fair» ist jetzt aber ein erster Teilsieg errungen worden.